is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Erstes Lebensziel. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Dies ist das erste große Ziel. Das Himmelreich. Die Gerechtigkeit Christi. Andere zu erreichende Ziele sollten erst an zweiter Stelle stehen. Satan wird den Weg der Heiligung als schwierig hinstellen, während die Pfade des weltlichen Vergnügens mit Blumen bestreut sind. In falschen und verlockenden Farben wird der Versucher die Welt mit ihren Augen vor euch ausbreiten. Eitelkeit ist eine der kräftigsten Wesenszüge unserer verdorbenen Natur. Und er, Satan, weiß, dass er mit Erfolg an sie appellieren kann. Er wird euch durch seine Agenten schmeicheln. Vielleicht werdet ihr gelobt, durch eure Eitelkeit befriedigt und Stolz und eine hohe Meinung von euch selbst fördert. Vielleicht meint ihr, bei solch günstigen Gelegenheiten und Attraktionen wäre es wirklich schade, euch von der Welt zu lösen, sich von all dem zu trennen und Christen zu werden. Doch bedenkt, dass die irdischen Vergnügungen zu Ende gehen. Außerdem müsst ihr ernten, was ihr gesät habt. Ist die eigene Attraktivität, sind Fähigkeiten und Talente zu wertvoll, um Gott geweiht zu werden, dem Urheber eures Seins, der in jedem Augenblick über euch wacht? Sind eure Qualifikationen zu schade, um sie Gott hinzugeben? Die Jugendlichen dringen darauf, etwas haben zu müssen, das den Geist aufpulvert und ablenkt. Ich sah, dass es Spaß macht, fleißig zu sein, dass es befriedigt, ein nützliches Leben zu führen. Immer noch meinen einige, sie müssten unbedingt etwas haben, woran sich ihr Gemüt entspannen und erfrischen können, inmitten ihrer Sorgen und erschöpfenden Arbeit. Dabei ist die Hoffnung der Christen genau das, was sie brauchen. Die Verbindung mit Gott wird sich den Gläubigen als Trost erweisen, als sicherer Führer zur Quelle wahren Glücks. Die jungen Leute sollten das Wort Gottes studieren und sich der Besinnung und dem Gebet widmen. Dabei werden sie feststellen, dass sie ihre freien Augenblicke nicht besser gestalten können. Liebe junge Freunde, ihr solltet euch Zeit nehmen, euch selber zu prüfen, um herauszufinden, ob ihr in der Liebe Gottes seid. Seid darauf bedacht, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Macht dies zu eurem ersten und letzten Anliegen. Versucht, ihn mit ganzem Ernst kennenzulernen. Denn ihn richtig zu kennen, bedeutet ewiges Leben. Christus und seine Gerechtigkeit. Das ist die Rettung der Seele. The Lord is coming. Are you ready?